Der Muslim und seine eigene Seele. Die Vortragsreihe heißt, was bedeutet es, Muslim zu sein? Und dazu haben wir einige Dinge besprochen. Das letzte Mal, als ich hier gewesen bin, haben wir über das Thema gesprochen, der Muslim und das Wissen. Oder der Muslim und sein Verstand, und dazu gehört das Wissen. Und heute reden wir über das Thema der gläubige Muslim und seine Seele. Der Verfasser hier, Muhammad al-Hashimi rahimahullah, sagt, während er, der Muslim, sich um seine physischen und mentalen Bedürfnisse kümmert, vergisst der wahre Muslim nicht, dass er nicht nur aus seinem Körper und seinem Verstand besteht, sondern dass er auch eine leidenschaftliche, sehnsüchtige Seele besitzt. Also, der Mensch besteht aus der Regel, der Mensch besteht in der Regel aus Körper und Geist, Körper und Seele. Der Körper hat seine Nahrung, genauso die Seele. Die Nahrung des Körpers ist jedem bekannt, Brot, Wasser, Obst, Gemüse und so weiter. Aber die Frage ist, was ist die Nahrung der Seele? Was ist die Nahrung der Seele? Die zweite Frage, die sich stellt, wenn wir dem Körper genug Nahrung geben, ist der Körper gesund. Wenn wir dem Körper aber nicht genug Nahrung geben, wird der Körper krank. Wie ist es dann noch bei der Seele? Wir kehren zurück zu der ersten Frage. Was ist die Nahrung der Seele? Die Antwort ist die Erwähnung Allahs. Der Koran. Der Dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala zu erwähnen. Das ist die Grundlage in Bezug auf die Nahrung der Seele. Wenn wir die Nahrung der Seele sprechen wollen, dann ist es die Erwähnung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Dann die zweite Frage, wie sieht es aus mit der Nahrung der Seele? Ist es genauso wie beim Körper oder nicht? Die Antwort ist, es ist genauso wie beim Körper. Umso mehr Nahrung du dem Körper gibst, umso gesünder wird er. Genauso die Seele. Umso mehr Nahrung du der Seele gibst, umso gesünder wird die Seele. Und umso weniger Nahrung du der Seele gibst, umso ungesünder wird die Seele. Und es kann sogar so weit gehen, dass die Seele sogar stirbt, genauso wie der Körper. Deswegen ist dieses Thema nicht zu unterschätzen. Die Seele hungert. Die Seele durstet, genauso wie der Körper. Wenn du aber der Seele, genauso wie mit dem Körper, nicht die richtige Nahrung gibst, dann stirbt die Seele. Und das ist, was wir draußen vorfinden. Die Menschen da draußen, die jetzt mit allem Möglichen beschäftigt sind, mit allen Arten und Formen des Genusses. Diese Menschen sind Menschen, die hungrige Seelen haben. Ihre Seelen sind hungrig. Aber wo liegt das Problem? Das Problem liegt dabei, dass sie ihren Seelen die falsche Nahrung geben. Das Problem liegt dabei, dass sie ihren Seelen falsche Nahrung geben. Deswegen sind sie unglücklich und sie bleiben unglücklich. Und das Unglücklichste überhaupt an diesem Prozess ist die Sehnsucht und die Sucht und die Suche nach der Nahrung der Seele. Und das Traurige bei der Sache überhaupt ist, dass sie immer wieder erfolglos bleiben. Und deswegen seht ihr Sänger und Berühmtheiten und reiche und mächtige Leute, die krank sind, die depressiv sind, die sich irgendwann mal das Leben nehmen. Warum? Aufgrund dieser Sache, dass sie erfolglos sind. Bei der Suche nach der Nahrung für die Seele. Und man sagt es ja auch. Man sagt, guck mal, ich habe jetzt die ganze Woche gearbeitet, es ist Freitag, ich muss jetzt ein bisschen abschalten. Es ist Samstag, ich muss ein bisschen meinen Kopf klar bekommen. Ja? Ich muss ein bisschen Abwechslung haben.
Was ist das? Das ist die Suche nach der Nahrung für die Seele. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, derjenige, der die Seele erschaffen hat, derjenige, der sagt, erfolgreich ist derjenige, der sie erzieht. Was sagt er davor? وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Und die Seele und derjenige, der sie erschaffen hat, Allah, er hat die Seele erschaffen. Er hat die Seele erschaffen und er weiß, was die Seele genau braucht. Nicht der Mensch selber. Der Mensch ist unwissend. Deswegen Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bei dem, der die Seele erschaffen hat, bei dem, der weiß, was die Seele braucht. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Er hat der Seele zwei Wege gegeben. Zwei Nahrungsquellen gegeben. Eine gute Nahrungsquelle und eine schlechte Nahrungsquelle. Die gute Nahrungsquelle ist was? Ist die Gottesfurcht. Ist der Iman. Ist das Gedenken an Allah. Und die ungesunde und schlechte Nahrungsquelle ist alles andere. Die Sünden an erster Stelle und danach die Dunya. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Erfolgreich ist derjenige, der sie erzieht. Was erzieht? Die Seele. Mit anderen Worten, erfolgreich in seinem Leben ist derjenige, der seine Seele erzieht, indem er ihr die Nahrung gibt, die Allah für sie bestimmt hat. So hat uns Allah erschaffen. Allah hat uns so erschaffen, dass wir hungrig werden und dafür essen müssen. Dass wir durstig werden und dafür trinken müssen. Und dass wir von unserer Seele her hungrig und durstig werden, dass wir die Seele ernähren müssen mit dem, was Allah uns vorgeschrieben hat. Und das ist was? Das Gedenken an Allah in all seinen Formen. Damit ist nicht nur der Koran gemeint und der Dhikr, sondern all die Formen der Erwähnung Allahs. Wenn wir mit Brüdern zusammensitzen und über den Islam reden, über Allah reden, ist das Erwähnung Allahs. Das, was wir gerade machen, ist Erwähnung Allahs. Dass du die Menschen zu Allah rufst, dass du jemandem eine Broschüre gibst, dass du auf der Straße stehst und die Leute aufklärst über den Islam, dass du spendest, dass du das Gute gebietest, das Schlechte verbietest, all das gehört zur Erwähnung Allahs. Umso mehr du davon machst, umso gesünder bist du. Umso weniger du davon machst, umso kranker bist du. Und deswegen soll sich der Muslim um seine Seele kümmern, so wie er sich um seine Dunya kümmert. Jeder von uns, der hier sitzt, kümmert sich um sein Auto. Jeder, der von uns hier sitzt, kümmert sich um seine Wohnung. Jeder, der hier sitzt, kümmert sich um seine Arbeit, um seine Rechnungen, um sein alltägliches Leben. So wie du dich darum kümmerst, musst du dich um deine Seele kümmern. Das ist damit gemeint. Dann sagt er weiter, die höheren Gelüste seiner Seele ermutigen ihn, den Gläubigen, dazu, sich zum Gottesdienst zu erheben, die Segnungen Allahs zu erreichen und seine Strafe zu fürchten. Also die Seele des Gläubigen, seine Ziele, die er hat, die hohen Ziele, das Paradies zu erreichen, gottesfürchtig zu sein, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam stolz zu machen am jüngsten Tag. Diese Ziele bringen ihn dazu, sich zum Gottesdienst zu erheben. Das heißt, der Gottesdienst auf Arabisch Ibadah ist etwas, was dich hervorhebt. Ist etwas, was dich besonders macht. Und deswegen wurde der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Koran wie genannt? Wie hat ihn Allah genannt? Abd Dina. Subhanalladhi asra bi'abdihi leila min al-Masjid al-Harami ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawla. Er sagt, gepriesen sei der seinen Diener Muhammad, er hat nicht gesagt Muhammad, er hat gesagt, sein Diener
in einer Nacht von der heiligen Moschee, Mekka, Kaaba, zu Al-Quds, zu Al-Aqsa, nach Jerusalem gebracht hat. Wie hat ihn genannt? Abd, Diener. Und andere Stellen auch. Das zeigt uns, dass diese Bezeichnung und diese Benennung, dieser Name und dieser Beruf der Beste überhaupt ist. Dass du ein Diener Allahs bist. Weil wir sind alle Diener Allahs, ob wir wollen oder nicht. Selbst der Kafir, der Ungläubige, der Allah leugnet, der den Islam leugnet, ist im Endeffekt auch nur ein Diener Allahs. Aber ungewollt. Warum? Wie kann es sein, dass er ein Diener Allahs ist? Er betet doch nicht. Er leugnet den Islam. Er leugnet Allah. Ganz einfach. Er ist im Allgemeinen auf einer universalen Form ein Diener Allahs, indem er sich der Natur und dem Schicksal Allahs und seiner Erschaffung unterwerfen muss. Mit anderen Worten, ein Kafir, der sagt, ich glaube nicht an Allah, ich kann machen, was ich will, dann stell ihm die Frage, kannst du ohne Schlaf auskommen? Kann er nicht. Kann er ohne Essen auskommen? Kann er nicht. Kann er ohne zu trinken auskommen? Kann er nicht. Warum? Weil Allah ihn so erschaffen hat. Das heißt, er muss sich in so einer Situation, in so einer Form Allah unterwerfen, auch wenn er nicht will. Aber dann gibt es den Diener, der ein Diener ist, auf gewollte Art und Weise, von sich selber, freiwillig. Und von dieser Dienerform sprechen wir. Das heißt, die Seele des Gläubigen, die nach Allah trachtet, nach dem Paradies trachtet, ist eine Seele, die den Gläubigen dazu bringt, ein Diener Allahs zu sein. Die Dienerschaft zu praktizieren. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Zwei Gründe dafür. Zwei Gründe. Einmal, um die Segnung Allahs zu bekommen. Und die größte Segnung Allahs ist, dass dir am jüngsten Tag gesagt wird, geh ins Paradies hinein. Und der zweite Grund, um von der Hölle bewahrt zu sein. Dass dir am jüngsten Tag gesagt wird, du wirst von der Hölle bewahrt. Dafür macht der Gläubige seine Anbetung. Damit er ins Paradies kommt und von der Hölle befreit wird. Für keinen anderen Grund. Dann sagt er weiter, der Gläubige, reinigt seine Seele durch Gottesdienst. Der Gläubige reinigt seine Seele durch Gottesdienst. Diese Aussage zeigt uns, dass die Seele befleckt wird, dass die Seele beschmutzt wird. Durch was wird die Seele beschmutzt? Durch eine Sache. Durch die Sünde. Die Seele wird durch die Sünden beschmutzt. Und jeder von uns macht Sünde. Dafür sind wir erschaffen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Kullu bani Adam khatta', jeder Sohn Adams ist jemand, der immer wieder Sünden macht. Khatta', dieser Name Khatta' im Arabischen deutet darauf hin, das ist ein bisschen Grammatik, dass der Sohn Adams, der Mensch, immer wieder Fehler macht. Er hat nicht gesagt, Kullu bani Adam khatta'. Er hat gesagt, Khatta'. Khatta', das heißt, er macht immer wieder Fehler und immer wieder Fehler und immer wieder Sünden und immer wieder Sünden. Das heißt, er beschmutzt immer wieder seine Seele. Er beschmutzt immer wieder seine Seele. Womit? Mit den Sünden. Und dann sagt er, وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّبُونَ. Die Besten von denen, die Sünden machen, die Besten von denen, die ihre Seelen beschmutzen, sind die Reuemütigen. Das heißt, die Besten von denen, die ihre Sünden, die ihre Seelen beschmutzen lassen durch Sünden, sind diejenigen, die ihre Seelen reinigen. Durch was?
Durch die Taube, durch die Reue. Durch die Reue. Durch den Gottesdienst, weil die Reue ist auch eine Art des Gottesdienstes, der Ibadah. Eine Art der Ibadah, die Taube. Es ist eine Anbetung zu Allah. Das heißt, die Sünden kommen und beflecken deine Seele, beflecken dein Herz. Was ist deine Aufgabe? Nicht mehr zu sündigen? Versuch es. Du wirst es niemals schaffen. Die Lösung aber ist was? Dass du nach der Sünde sauber machst. Dass du nach der Sünde deine Seele, dein Herz reinigst. Durch die Tauba, durch den Gottesdienst, durch die Sadaqa. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, dass die Spende, die Sadaqa, die Sünde auslöscht, wie das Wasser das Feuer auslöscht. Jetzt, jeder von uns hat seine Sünde. Aber wer von uns hat sich mal überlegt, nach der Sünde direkt mal zu spenden? Heute sogar durch einen Klick. Durch einen Klick. Das heißt, durch einen Klick kannst du deine Sünden tilgen und löschen. Durch einen Klick. Wer von uns hat sich mal gedacht, nach der Sünde 2 Gebetseinheiten zu beten? Wer von uns hat sich mal gedacht, nach der Sünde mal die Mutter anzurufen und zu sagen, Salamu alaikum Mutter, ich wollte nur sagen, dass ich dich liebe. Wer von uns hat sich mal gedacht, nach der Sünde in die Moschee hineinzugehen und da mal für 10 Minuten zu sitzen und Allah zu gedenken? Die Seele wird befleckt. Aber die Frage ist, was machst du dafür, dass die Seele gesäubert wird? Deswegen sagte er, der Gläubige, reinigt seine Seele durch Gottesdienst. Und das Reinigen der Seele ist so wichtig, weil die Sünden das Herz töten. Deswegen sagten die Gelehrten, ja, inna dhunuba tumitul qulub. Wahrlich, die Sünden töten die Herzen. Deswegen darfst du die Sünden, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, niemals als klein sehen oder als normal sehen. Die Sünden sind wie ein Virus, wie ein Virus, der sich in deinen Körper hineinschleicht. Genauso die Sünden, sie schleichen sich hinein in dein Herz. Und sie machen dein Herz krank. Immer wieder krank, bis dein Herz tot ist. Und wenn dein Herz tot ist, kannst du so viel Koran hören, wie du willst. So viele Leute können dich ermahnen, ansprechen. Du wirst nicht hören. Summun bukmun umyun, wie Allahs Vater gesagt hat. Staub, taub, stumm, blind. Deswegen diese Leute, mit denen wir reden, haben heute darüber gesprochen. Egal, ob sie Kuffar sind oder Muslime, die weit weg sind von der Religion. Du redest und redest und redest. Nichts tut sich. Warum? Weil das Herz tot ist. Das Herz spürt nicht mehr. Weil diese Aussagen, die du tätigst über Allah und über den Propheten und über den Islam, das sind so wie Signale, die du abgibst. Ja? Und der Sender, wo sitzt er? Im Herzen. Aber wenn der Sender kaputt ist, dann empfängt er keine Signale. Genauso das Herz. Wenn das Herz einmal tot ist, dann empfängt das Herz nichts mehr. Genau wie die Leiche. Eine tote Leiche. Wenn du der toten Leiche irgendwas antust, trittst, aufschneidest, egal was du machst, tut sich nichts. Warum? Es ist eine Leiche, es ist ein toter Körper. Er wehrt sich nicht, er macht nichts. Er bewegt sich nicht. Er reagiert nicht. Genauso das Herz. Wenn das Herz einmal tot ist, empfängt das Herz nichts mehr. An Guten. Deswegen ist es wichtig, dass wir die Herzen und die Seelen immer wieder reinigen, damit wir keine toten Herzen bekommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dafür bewahren. Ein Muslim ist dazu verpflichtet, sagt er, sich um seine Seele zu kümmern. Daher beginnt er damit, sie durch die kontinuierliche Anbetung Allahs und durch die Erkenntnis seiner Göttlichkeit Tag und Nacht zu reinigen und zu veredeln. Die Seele reinigst du durch die Anbetung
und durch das Wissen über Allah. Die Kenntnis über Allah. Du reinigst sie nicht nur, sondern du veredelst die Seele. Das heißt, du bringst sie noch höher. Und das ist, was wir brauchen. Wie ich heute gesagt habe. Wir dürfen nicht bei einer Sache stoppen und sagen, Alhamdulillah, ich bete. Alhamdulillah, ich bete. Alhamdulillah. Nein, du musst weiter. Du musst weiter. Du musst erfolgreich sein. Nicht nur in der Dunya, sondern auch in der Religion. Warum ist das so, dass die wenigsten von uns Koran können? Warum ist es so, dass die wenigsten von uns Arabisch können? Warum ist es so, dass die wenigsten von uns Wissen haben über die Religion? Warum ist es so, dass die wenigsten von uns etwas aufgebaut haben für den Islam? Warum? Wir müssen erfolgreich sein in der Religion, so wie wir es in der Dunya sind. Das ist, was gewollt ist. Das heißt, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Und in dieser Sache, in der Religion, sollen die Wettstreiter miteinander streiten. Im Wettstreit. Das heißt, der gläubige Muslim, der gläubige Muslim, begnügt sich nicht mit irgendwelchen kleinen Taten, sondern er will noch mehr. Er will nicht einfach nur ins Paradies reinkommen, sondern er will die höchste Stufe bekommen im Paradies. Er sagt weiter, er ist wachsam gegenüber den abwegigen Tricks und irreführenden Einflüsterungen des Satans. Falls ihn in einem Moment menschlicher Schwäche böse Gedanken aus dieser Quelle befallen, erinnerte er sich an Allah und er findet seinen Weg zurück auf den geraden Pfad. Nochmal, er sagt, der Gläubige, er ist wachsam gegenüber den abwegigen Tricks und irreführenden Einflüsterungen des Satans. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لا تتبعوا خطوات الشيطان. Er sagt nicht, folgt nicht dem Shaitan. لا تتبعوا الشيطان. Er sagt, folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Der Satan kommt nicht zu dir und sagt, mach Unzucht. Nein. Er sagt, die lernen sie erstmal mal kennen. Dann sagt er dir, triff dich mit ihr. Dann sagt er dir, telefonier mit ihr. Dann sagt er ihr, besuch sie mal zu Hause. Dann sagt er dir, mach hier und mach da, bis du dann die Sünde begehst. Er kommt nicht sofort. Er kommt in Schritten. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, folgt nicht den Schritten des Satans. Der Gläubige ist immer wachsam gegenüber diesen Tricks von Satan. Gegenüber den Einflüssen von Shaitan. La'natullah alayh. Min shar al-waswas al-khannas, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Man soll Zuflucht suchen bei Allah vor den Einflüsterungen des Einflüsters Satan. Aber falls ihn, den Gläubigen, in einem Moment menschlicher Schwäche böse Gedanken aus dieser Quelle befallen, das heißt böse Gedanken vom Satan, Shaitan befallen, erinnert er sich an Allah. Und er findet seinen Weg zurück auf den geraden Pfad. So wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, diejenigen, die gottesfürchtig sind, wenn ihnen eine Abwandlung vom Satan widerfährt, bedenken sie. Und da werden sie sogleich einsichtig. Diejenigen, die gottesfürchtig sind, die gläubigen Muslime, wenn ihnen eine Abwandlung vom Satan widerfährt, das heißt eine Einflüsterung, sie heimsucht. Und das ist normal. Egal wie gottesfürchtig du bist, der Shaitan ist immer hinter dir. Das sollst du wissen. Entweder will er, dass du Kufr begehst. Wenn er es nicht schafft, dann will er dich dazu bringen, dass du Bid'ah machst, Erneuerung machst. Wenn er das nicht schafft, dann versucht er dich zu den Sünden zu verleiten. Wenn er das nicht schafft, dann versucht er dich von der Anbetung zu bekommen. Und wenn er das nicht schafft, dann versucht er dich von den guten Taten wegzubekommen. Das heißt, er versucht alles, alles. Er kommt von rechts, von links, von vorne, von hinten, von überall. Er kommt von hinten und sagt dir, du bist noch jung. Komm, mach was aus deinem Leben. Arbeite, verdien Geld, sammel Geld, mach. Gebet, ach, kannst du später beten. Hijab, ach, kannst du irgendwann mal anziehen.
Heirat, ach, du bist noch zu jung. Was willst du mit Heirat? Und er drückt dich nach vorne. Und er kommt von vorne. Er kommt auch von vorne. Ah, morgen kannst du schon zu spät sein. Morgen kannst du schon sterben. Komm, mach schnell, komm. Hier, tu dies, das. Dann kommt er von links, von den Sünden. Und sagt, mach hier, mach da, mach diese Sünde, mach diese. Und er kommt von rechts. Und sagt, hier, mach diese gute Tat, in Anführungsstrichen, die eine Bid'ah ist, eine Erneuerung ist. Mach diese Tat und mach diese Tat. Er kommt von überall. Aber der Gläubige, wenn der Shaitan zu ihm kommt und ihm Einflüsterung gibt, was macht der Gläubige? Bedenken Sie. Der Gläubige, er denkt an Allah subhanahu wa ta'ala. Sobald der Shaitan ihn einflüstert, sobald der Shaitan ihm eine Vorstellung gibt, deswegen haben die Gelehrten gesagt, Tafsir-Gelehrten, Abwandlung, ja, Ta'irun auf Arabisch, sie sagen, damit ist die Einflüsterung gemeint. Damit ist etwas gemeint, was man sich im Herzen vorstellt, die Sünden. Weil wie fangen die Sünden an? Sie fangen mit der Vorstellung im Herzen an. Du stellst dir etwas vor. Dann gelangt diese Vorstellung vom Herzen zum Kopf. Und der Kopf fängt, das Herz wünscht und der Kopf plant. Und dann geht es weiter zu den Taten. Dann tut man. Man plant und irgendwann mal bewegt man sich und irgendwann mal tut man, macht man die Sünde. Deswegen, wenn Sie eine Abwandlung bekommen, eine Einflussung bekommen, eine Vorstellung bekommen, dann denken Sie. Über was denken Sie nach, die Gläubigen? Sie denken über die Kraft Allahs nach. Ach, nein. Was wollte ich nur tun? Allah kann mich sehen. Allah kann mich hören. Egal, was ich mache. Ich wollte jetzt diese Sünde machen. Subhanallah. Allah sieht mich doch. Was mache ich hier? Was tue ich hier? Allah hört mich gerade. Allah sieht mich gerade. Sie denken nach über die Kraft Allahs. Allah hat mich erschaffen. Allah hat mir gegeben. Dann denken sie über die Gaben nach, die Allah einen gab. Mal, was Allah mir gab. Er gab mir Frau und Kinder. Und ich will so eine Sünde machen. A'udhu billah. Allah gab mir den Islam. Und ich will diese Sünde machen. Allah gab mir Gesundheit. Allah gab mir dies. Und dann will ich diese Sünde machen. Und aufgrund dieser Gedanken lassen die Gläubigen die Sünde. Das bringt sie dazu, die Sünde zu unterlassen. Einer der Gelehrten sagte auch, da der Diener auf jeden Fall unachtsam wird und vom Shaitan angegriffen wird, welcher sich bereithält für die Unachtsamkeit des Dieners. Der Shaitan, er hält sich bereit. Er beobachtet dich und mich und uns alle. 24 Stunden. Er schläft nicht. Falls jemand denkt, Shaitan schläft, er schläft nicht. Er ist 24 Stunden da und beobachtet dich. Und der Mensch, er ist unachtsam. Das ist normal. Ja? Der Mensch vergisst. Der Mensch wird schwach. Und der Shaitan ist wie dieser Löwe, der im Büsch sich zurückzieht und auf die Gazelle schaut, bis sie unachtsam wird. Dann greift er zu, genauso der Shaitan. Dann sagt er weiter, er sagt, da der Diener auf jeden Fall unachtsam wird, und das ist die Natur des Menschen, und vom Shaitan angegriffen wird, welcher sich bereithält für die Unachtsamkeit des Dieners, hat Allah deshalb das Zeichen der Gottesfürchtigen gegenüber den Irregeleiteten gezeigt. Hier trennen sich die Gottesfürchtigen von den Irregeleiteten. Beide werden angegriffen vom Shaitan, aber es gibt eine Trennung zwischen diesen beiden Menschen. Er sagt, der Gottesfürchtige, wenn er eine Sünde spürt und eine Einflüssung vom Satan bekommt und dadurch etwas Verbotenes tut oder eine Pflicht unterlässt, dann lass es sündigen. Sündigen ist entweder du machst etwas, was verboten ist, oder du unterlässt eine Pflicht. Ha? Weil das müssen wir verstehen.
Sündigen heißt nicht nur Alkohol trinken, rauchen, Schweinefleisch essen. Eine der größten Sünden überhaupt ist das Gebet zu unterlassen. Eine der größten Sünden überhaupt ist kein Hijab zu tragen für die Frau. Eine der größten Sünden überhaupt ist die Familienbande und die Verwandtschaftsbande zu unterlassen. Die Mutter nicht mehr anzurufen, den Vater nicht mehr anzurufen, den Onkel nicht mehr anzurufen. Das heißt, die Sünden sind entweder du tust etwas oder du lässt etwas sein. Das ist mit Sünde gemeint. Nicht, dass man denkt, ja, wenn ich Schwein esse, dann ist das Sünde, wenn ich Alkohol trinke, dann ist das Sünde. Aber alles andere ist kein Problem. Ich habe es ja unterlassen. Ich habe ja keine Lust gehabt. Das ist genauso Sünde, vielleicht sogar noch schlimmer. Aber wenn der Gläubige das macht, wir alle, der Gottesfürchtige, er denkt nach, aus welcher Tür er erfasst wurde und aus welcher Tür der Scheitan hineinkam. Er denkt nach, er analysiert sein Leben. Deswegen sage ich immer zu den Geschwistern, die sich beschweren und sagen, guck mal Bruder, ich habe so eine Sünde, wie komme ich davon weg? Ich möchte praktizieren. Ich möchte Gas geben. Ich möchte mein Leben verbessern. Ich möchte Allah näher kommen. Was soll ich tun? Die Antwort ist genau das hier. Analysiere dein Leben. Analysiere deinen Tagesablauf. Schaue, was hält dich ab vom Gebet? Was hält dich ab vom Hijab? Was hält dich ab vom Fasten oder vom Spenden oder? Was bringt dich dazu zu rauchen? Was bringt dich dazu, Alkohol zu trinken? Ist es eine Person? Ist es ein Ort? Ist es eine Arbeitsstelle? Ja, wenn jemand in der Bar arbeitet, dann braucht er sich nicht zu wundern, wenn er mit Frauen in Kontakt kommt und mit Alkohol in Kontakt kommt. Und ist normal. Ja? Wenn eine Schwester, sage ich mal, in der Bank arbeitet und kein Hijab tragen kann, ist irgendwo klar. Man sagt, okay, ist klar, kein Hijab, Bank ist irgendwie verständlich, ist normal. Die werden dich niemals mit dem Hijab in der Bank arbeiten lassen und so weiter. Das heißt, man analysiert sein Leben. Man schaut, was bringt mich dazu, diese Tat zu unterlassen, diese Pflicht? Ist es eine Person? Ist es ein Ort? Ist es irgendwas? Das ist die Aufgabe des Gottesfürchtigen. Dass er, nachdem er die Sünde begangen hat und Reue gezeigt hat, dass er guckt und schaut, warum bin ich zu dieser Sünde gekommen? Wie konnte mich der Scheitan erfassen? Wie konnte er mich austricksen? Und so erinnert er sich, der Gläubige, über das, was Allah ihm zur Pflicht erlegt hat. Er erinnert sich erstmal an die Pflicht, die Allah ihm auferlegt hat. Die größte Pflicht nach der Sünde ist was? Dass man Allah um Vergebung bittet. Dann erinnert er sich und denkt nach über das, was zum Iman gehört. Das heißt, nach der Reue für die Sünde gehört es zum Glauben, dass du besser wirst. Deswegen, viele von euch kennen ja die Voraussetzungen dafür, dass die Reue angenommen wird. Ja? Richtig? Dass du bereust bei Allah, dass du die Tat unterlässt, dass du die Tat verabscheust und wenn die Tat mit einem Menschen zu tun hast, dass du den Menschen um Vergebung bittest. Richtig? Dazu gehört aber auch, also zu der Reue, nicht zu den Voraussetzungen, aber zu der korrekten und sauberen Reue gehört, dass du dein Leben besser machst. Dass du es besser machst. Ich gebe euch ein Beispiel. Du hast eine Frau und du hast sie ihr Leben lang betrogen, belogen. Du hast ihr Schlechtes angetan und dann kommt der Tag, wo du Reue zeigst. So. Jetzt, du sagst ihr, es tut mir so leid, du weinst, steh bis auf den Knien, tut mir leid, und sag dir, ich verzeihe dir, okay. Und dann? Stille? Und dann bist du so, wie du bist? Nein. Du willst alles besser machen. Du sagst, ab jetzt mache ich alles besser. Ab jetzt bin ich anders. Ab jetzt bin ich viel besser zu dir. Ab jetzt. Genauso bei der Reue für die Sünde. Nach der Reue kommt was? Die Verbesserung.
dass du besser wirst. Dass du sagst, oh Allah, ich will das alles wieder gut machen. Ich tue mein Bestes dafür, dass ich wieder bei dir gut stehe. Und deswegen, der Gläubige denkt über die Dinge nach, die zum Iman gehören. Unter anderem, dass man besser wird, dass man korrekter wird, dass man gottesfürchtiger wird nach der Sünde. Und dann sagt er so, versteht der Gläubige, was er getan hat. Er versteht, dass er gerade eine Sünde getan hat. Und er bittet Allah um Vergebung. Und er holt das nach, was er falsch gemacht hat und unterlassen hat, wie ich gerade gesagt habe, durch die Taube. Also das heißt, nachdem er weiß, was er tun muss, tut er auch. Das heißt, nachdem er die Sünde begangen hat und nachdem er darüber nachdenkt, was er besser machen muss, was er richtig machen muss, bereut er und ändert sein Leben und macht so viele gute Taten, wie er nur kann. Das ist unsere Aufgabe. Dass wir nicht einfach nur, ich habe Tauber gemacht, Alhamdulillah, und dann sitzen wir mit einem dicken Bauch irgendwo zu Hause nach der Arbeit und dann Fernsehen gucken ein bisschen und dann schlafen gehen. Nein. Wir müssen besser werden. Und wir müssen so viele gute Taten machen, mit der Hoffnung, dass uns Allah vergibt. Nicht einfach nur denken, ich habe jetzt Tauber gemacht und das war's. Wir müssen so viele gute Taten machen, wie es nur geht. Mit der Hoffnung, dass Allah uns irgendwie vergibt. Weil wir haben so viele Sünden gemacht. Wir haben so viel Schlechtes getan. Wir haben so viel verpasst. Wir haben so viel an Guten verpasst, so viele an Taten verpasst. Die Jahre, die, wo wir nicht gebetet haben, sind Jahre, die verloren sind. Die Jahre, wo wir nicht gefastet haben, sind Jahre, die verloren sind. Die Jahre, wo wir Allah nicht gekannt haben, sind Jahre, die verloren sind. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Du kannst die letzten Jahre, die du noch hast, zu deinen besten Jahren machen. Du kannst durch die Aufrichtigkeit und die gute Tat ein Jahr besser machen als 20 Jahre. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gibt einen jungen Mann, der reich gewesen ist und Krebs bekommen hat. Wie heißt er, der Bruder? Ali Benat. Ali Benat, genau. Dieser junge Mann war reich. Hatte Geld ohne Ende. Und hatte alles. Autos, Frauen, Berühmtheit. Alles hatte er. Anerkennung. Alles, was man so braucht. Und dann irgendwann mal ist er krank geworden, hat Krebs bekommen. Und ab dem Zeitpunkt hat er sein Leben verändert. Und hat bis zu seinem Tod, er hat ein paar Jahre gelebt, bis zu seinem Tod so viele gute Taten gemacht, die jemand vielleicht in 30 Jahren nicht machen kann. 2-3 Jahre hatte er noch zu leben. Rahimahullah, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm die höchste Stufe geben. Er ist tot, er ist gestorben. Er ist gestorben, subhanallah. Aber er hat in so wenigen Jahren so viel Gutes getan, subhanallah, wie manche in 30 Jahren nicht tun können. In 2-3 Jahren hat er so viel Gutes getan, wie jemand in 30 Jahren nicht tun kann. Deswegen kannst du und ich, wir alle, wallahi, an einem Tag, ich sag nicht Jahre, an einem Tag so viel Gutes machen als manch anderer in 50 Jahren. Allah subhanahu wa ta'ala gibt den Erfolg. Allah subhanahu wa ta'ala gibt den Erfolg. Und deswegen setze dich nicht hin und begnüge dich nicht mit den kleinen Taten und mit den Pflichten, die du vielleicht hier und da machst. Gib Gas. Gib Gas, soweit du kannst, solange du kannst, weil du wirst es bereuen. Die Propheten und die Gesandten werden am nächsten Tag bereuen. Man sagt, wie? Mohammed s.a.w. wird bereuen? Ibrahim wird bereuen? Isa a.s.w.? Musa a.s.w.? All diese Propheten, möge Allah subhanahu wa ta'ala seinen Segen und seinen Frieden auf ihnen bringen, werden bereuen?
Wie? Ganz einfach, sie werden bereuen, nicht noch mehr gute Taten gemacht zu haben. Sie werden bereuen, nicht noch mehr gute Taten gemacht zu haben. Wie ist es dann noch mit uns? Uns arme kleine Fische, die nichts machen. Was machen wir denn? Jeder soll sich fragen, was habe ich für diese Religion beigesteuert? Was habe ich für diese Religion gemacht? Die Muslime sterben Tag für Tag. Muslime werden erniedrigt. Muslime werden wie Tiere behandelt. Oder besser, schlimmer noch als Tiere. Die Uiguren in China, wie werden sie behandelt? In Käfige werden sie gesteckt. Überall, wo die Muslime leben, werden sie von Tyrannen besetzt. In den muslimischen Ländern. Außer ein paar Ausnahmen. Wie leben die Muslime? Sie leben in Dunkelheit. In Dunkelheit leben sie, in Erniedrigung leben sie. Die Frage ist, was tust du dafür? Was tust du dafür? Deswegen muss jeder von uns, nachdem er die Sünde begangen hat, Reue zeigen und so viele gute Taten machen, wie es nur geht. Wie es nur geht. Das ist die Stufe der Gottesfürchtigen, wie Allah subhanahu wa ta'ala hier sagt. Er sagt weiter hier, der Verfasser, daher hat sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Gefährten wie folgt geäußert. Er sagte, jaddidu imanakum, erneuert euren Glauben. Er wurde gefragt, o Gesandter Allahs, wie können wir unseren Glauben erneuern? Warum sollen wir unseren Glauben erneuern? Der Glaube, er ist doch einmal da und dann bleibt er doch, oder? Nein. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, am Anfang von diesem Hadith, er sagte, inna al-iman la yakhlaqu kama yakhlaqu al-thawb al-khaliq. Inna al-iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu al-thawb al-khaliq. Er sagte, der Iman, wahrlich der Iman, wird in einem eurer Brüste alt, so wie das Kleidungsstück alt wird. Verjaddidu imanakum. So erneuert euren Glauben. Die Sahaba haben es gefragt. Erstmal, warum sollen wir unseren Glauben erneuern? Und wie sollen wir unseren Glauben erneuern? Der Glaube wird alt. Das heißt, der Glaube wird schwach, wenn du nichts dafür tust. Der Glaube ist nicht ein Auto, was du besitzt und wo du den Fahrzeugbrief zu Hause liegen hast und Fahrzeug schon sagt, das ist mein Auto. Das ist mein Auto, kann mir keiner wegnehmen. Nein. Der Iman ist nicht etwas Selbstverständliches. Der Iman ist ein Geschenk von Allah subhanahu wa ta'ala. Der Iman ist eine Auszeichnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, verjaddidu imanakum, erneuert euren Iman, stärkt euren Iman, bewahrt euren Iman. Diese Gabe, dieses größte Geschenk, bewahrt es, denn es geht weg. Es geht weg, wenn du es nicht bewahrst. Dann haben sie gefragt, wie sollen wir unseren Iman bewahren? Er sagte, قولوا لا إله إلا الله تجددوا إيمانكم. Sagt لا إله إلا الله. Damit erneuert ihr euren Iman. Und in anderen Briefen sagt er, اقرأوا القرآن تجددوا إيمانكم. Lest den Koran, damit erneuert ihr euren Iman. Damit stärkt ihr euren Glauben. Damit stärkt ihr euren Iman. Und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, ein Muslim strebt danach, seine Seele durch verschiedene Arten des Gottesdienstes, welche er aus Gehorsam und Furcht vor Allah verrichtet, zu stärken. Wie stärkst du deine Seele? Wie stärkst du deinen Glauben? Durch den Dhikr, durch die Anbetung, durch das Gebet, durch das Fasten, durch das Spenden. Dann sagt er weiter, dazu gehören zum Beispiel das sorgfältige und verständnisvolle Lesen des Korans. Das sorgfältige und verständnisvolle Lesen des Korans. Das heißt, dass du nicht den Koran einfach nur so runterratterst, sondern dass du den Koran liest und verstehst. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Denken Sie nicht über den Koran nach. Warum denken Sie nicht über den Koran nach? Das heißt, liest den Koran, während du über seine Zeichen nachdenkst, über seine Bedeutung nachdenkst, über seine Schönheit nachdenkst. Was noch? Er sagt, das demütige Gedenken Allahs
dass du über Allah nachdenkst. Nicht über sein Wesen, sondern dass du über seine Namen nachdenkst. Über seine Eigenschaften nachdenkst. Über seine Erschaffung nachdenkst. Guck mal, was Allah alles erschaffen hat. Was Allah alles bewirkt hat. Die Nicht-Muslime, wenn sie in den Zoo hineingehen. Ach, das ist toll und ach, das ist toll und ach. Schau mal, was Mutter Natur erreicht hat. Schau mal, das ist alles von der Natur. Warum sagt man nicht einfach Gott? Warum sagt man nicht einfach schön, was Gott erreicht hat, was Gott getan hat? Warum? Der Kuffer, der Unglaube, hält ihn davon ab zu sagen, das ist von Allah. Aber der Gläubige, immer wenn er die Erschaffung betrachtet, denkt er an Allah. Subhanahu wa ta'ala. Das korrekte Gebet, so wie Allah es möchte, in der Zeit, pünktlich und nicht 3 Stunden, 4 Stunden, 5 Stunden später, irgendwann mal, wenn man von der Arbeit kaputt nach Hause kommt, ach, jetzt muss ich noch Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha zusammen beten. Nein, das korrekte Gebet heißt, das Gebet zur richtigen Zeit. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Wahrlich, das Gebet, sagt Allah, ist den Gläubigen zu einer festgesetzten Zeit vorgeschrieben worden. Das heißt, dass du das Gebet zur pünktlichen Zeit betest. Und das ist die beste Tat bei Allah. Der Prophet wurde gefragt, was ist die beste Tat bei Allah? Er sagte, as-salatu fi waqtiha. Das Gebet in der Zeit, das Pflichtgebet. Und dass du das Gebet so betest, wie der Prophet befohlen hat. Das heißt, dass du die Voraussetzungen erfüllst, die Säulen erfüllst, die Pflichten erfüllst, die Sunna erfüllst. Und dann sagt er, und auch andere Arten des Gottesdienstes. Auch andere Arten. Es gibt so viele Arten des Gottesdienstes. Das Spenden, das Fasten, das Gedenken. Ja, diese Sitzungskreise sind auch eine Art der Anbetung. So viele Arten. Dann sagt er weiter, er trainiert, der Gläubige, sich in der Befolgung verschiedener Arten der Anbetung, bis sie ihn in Fleisch und Blut übergangen sind. Bis sie in ihn, ja, in Fleisch und Blut übergangen sind und er ohne sie nicht auskommt. Der gläubige Muslim, er begeht die Anbetung, bis sie zum Teil seines Körpers wird. Ohne die Anbetung kann er nicht. Ohne Gebet kann er nicht. Ohne Fasten kann er nicht. Ohne Koran kann er nicht. Das gehört zu seiner Person, zu seinem Charakter, zu seinem Körper, zu seiner Seele. In der Folge entwickelt und verbessert er seine Gefühle, bis er in den meisten Fällen wachsam und wissend wird, im Bewusstsein, dass Allah ihn in der Öffentlichkeit und im Verborgenen sieht. Die Anbetung, mit der er immer beschäftigt ist, bringt ihn zu einem Level, dass er immer wieder das Bewusstsein hat, Allah sieht mich, Allah hört mich, Allah weiß über mich Bescheid. Wodurch all dies? Durch die Anbetung, durch das Gedenken, durch das Wissen. Dann sagt er weiter zum Schluss, daher behandelt er die Menschen, mit denen er zu tun hat, nie schlecht und er kommt auch nicht vom richtigen Weg ab. Der gläubige Muslim, der Gottesfürchtige, er behandelt die Menschen gut. Warum? Weil er weiß, Allah kann ihn bestrafen. Er sagt, ich kann ihn nicht beklauen, ich kann ihn nicht betrügen, ich kann ihn nicht auf den Arm nehmen. Ich kann nicht tricksen. Allah sieht mich. So wie ich ihn beklaue, wird Allah mir Strafe geben, im Diesseits, vor dem Jenseits. Ich kann nicht. Ich kann ihn nicht belügen. Allah wird meine Lüge irgendwann mal aufzeigen. Ich kann ihm nicht Unrecht tun. Wenn ich ihm Unrecht tue, wird mir Unrecht getan. Und so weiter. So ist der Gläubige. Diese Gedanken, dieses Bewusstsein bringt ihn nicht nur dazu, gut in seiner Anbetung zu sein, in seiner Beziehung zu Allah zu sein, sondern sogar bringt es ihn dazu, gut zu den Menschen zu sein. Aufgrund dieser Sache, aufgrund diesem Bewusstsein, dass er immer wieder im Bewusstsein hat, ich darf die Menschen nicht schlecht behandeln, denn Allah sieht mich. Ich darf die Menschen nicht schlecht behandeln, denn Allah hört mich.
Ich darf nicht die Menschen schlecht behandeln, denn Allah kann mich dafür bestrafen. Und das alles, wir kehren zurück, aufgrund der Reinigung der Seele. Schaut mal, wo die Reinigung der Seele anfängt und wo sie aufhört. Sie fängt dabei, damit an, dass du deine Seele von den Sünden reinigst, bis hin, dass du einer der besten Menschen auf Erden bist. Dass du deine Beziehung zu Allah aufrechterhältst und die Beziehung zu den Menschen. Und so waren die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sie waren Götzendiener, unwissende Araber, die irgendwo in einer Wüste gelebt haben. Keiner hat sich um sie gekümmert. Keiner hat sich um sie geschert. Dann haben sie bereut. Dann haben sie gute Taten vollzogen. Und dann wurden sie zu den besten Menschen nach den Propheten und den Gesandten. Indem sie ihre Beziehung zu Allah aufrechterhalten haben und indem sie den Menschen das Beste gegeben haben. Indem sie die Menschen auf beste Art und Weise behandelt haben. Aufgrund der Reinigung der Seele. Warum waren sie so? Weil sie ihre Seele immer wieder gereinigt haben. Weil sie ihren Glauben immer wieder erneuert haben. Weil sie ihr Bewusstsein immer wieder erfrischt haben. Weil sie ihr Wissen immer wieder erweitert haben. Genauso der Gläubige. Der Gläubige ist immer in einem Prozess. Tag und Nacht entwickelt er sich zum Positiven. Schaut mal, die Sänger und die Rapper und die Sportler und die. Sie entwickeln sich. Sie entwickeln sich. Sie bleiben nicht auf einem Stand stehen, sondern sie wollen immer besser werden. Immer professioneller werden. Immer größer werden. Genauso muss der Gläubige sein. Der Gläubige muss große Ziele haben. Der Gläubige muss sich entwickeln. Nicht einfach nur auf einem Stand sein. Und mit entwickeln meine ich nicht, dass jeder von uns hier als Gelehrter rauskommen muss. Nein. Der eine kann als Gelehrter sich dazu entwickeln, dass er irgendwann mal ein Gelehrter wird, der andere aber etwas anderes. Der andere wird auf einmal zu einem Motivator. Der eine wird zu einem Händler, zu einem Geschäftsmann, der auf einmal die Moscheen supportet und Spenden überall gibt. Der andere wird zu einem Übersetzer, der Bücher übersetzt, also arabische Bücher zum Deutschen und so weiter. Der andere, jeder hat irgendwo seine Talente. Glaubt es mir, wallahi, jeder, der hier sitzt und jeder, der uns zuhört, hat Talente. Die Talente sind verschieden, aber jeder hat ein Talent. Und jeder von uns muss dieses Talent, was er hat, für den Islam nutzen. Jeder hat ein Talent. Jeder auf verschiedene Art und Weise. Sind nicht alle gleich. Jeder hat sein Talent und jeder muss dieses Talent für Allah und seine Religion benutzen, wie wir eben gesagt haben, damit er darauf hoffen kann, dass Allah ihn vergibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Erfolg dazu geben. Wie gesagt, wir sind zuversichtlich, ja? Wir haben Hoffnung, nichts ist zu spät, der Zug ist noch nicht abgefahren, Alhamdulillah, jeder kann was leisten. Und jeder soll etwas leisten, da auf das Allah subhanahu wa ta'ala uns die höchsten Stufen im Paradies gibt. Barakallahu fikum fürs Zuhören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen. Hadha wallahu a'lam, subhanahu wa ta'ala bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.